Sound Thinking, der Podcast übers Chor- und Ensemblesingen von zwei Sängerinnen, deren Leidenschaft Beruf und Berufung für sie ist. Wir geben euch Einblicke in unsere Welt und lassen euch an unseren Gedanken und Ideen für die Chorwelt teilhaben. Wir, das sind Jenny Reinecke, Mezzosopran, und Julia Reckendrees, Sopran, zwei Vollblutmusikerinnen, deren musikalisches Zuhause in der Welt der Chormusik ist. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörer, zu einer neuen Folge Sound Thinking. Ihr wundert euch vielleicht, dass ich euch heute begrüße, denn ansonsten macht es ja eigentlich immer Julia. Aber das liegt daran, dass wir heute über ein Thema sprechen, wo besonders Julia sich mit auseinandergesetzt hat und viele neue Ideen entwickelt hat, wie man das angehen kann. Denn es wird heute gehen um die lange Pause, die gerade Menschen, die Chor singen, als ihr Hobby auserkoren haben, jetzt hinter sich haben. Man sieht an allen Ecken und Enden, dass die Proben so langsam wieder in Erwägung gezogen werden, vielleicht schon draußen losgehen. Vielleicht muss der eine oder andere auch noch auf die Sommerpause warten, beziehungsweise die Sommerpause abwarten. Aber es geht wieder los. Und das nach ungefähr anderthalb Jahren für viele des Nichtsingens. Julia, willst du uns einmal ein bisschen deine Gedanken dazu teilen, zu dem, was wir da gerade erlebt haben in der Chorszene? Also als erstes fällt mir ein, dass ich selber ein bisschen Angst habe, wenn es wieder richtig losgeht. und nervös werde bei dem Gedanken, dass ich wieder eine Probe habe mit 20 bis 70 Leuten in einem Raum. Die Vorstellung alleine macht mich auf den verschiedensten Ebenen nervös, sowohl als Sängerin als auch als Leitende. Das ist echt, glaube ich, eine Herausforderung. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich glaube, dass wir alle eine riesengroße Lust haben, wieder zu singen. Also, dass es an Musizierfreude überhaupt nicht fehlt. Aber ich kriege zahlreiche Nachrichten von Menschen aus meinem Umfeld, die sagen, wie soll ich das nur machen? Ich weiß gar nicht, ob ich noch singen kann. Und wie geht das eigentlich nochmal? Und ich habe nur unter der Dusche gesungen, die letzten anderthalb Jahre, oder manche Leute auch gar nicht. Und ich glaube, das wird ein ganz schöner Kraftakt für alle. Trotz dieses Energieüberschusses, den wir alle haben, wieder aus so einem Sumpf rauszufinden und den ganzen Rost loszuwerden, den wir so angesammelt haben die letzten anderthalb Jahre. Ja, das ist ja echt eine Diskrepanz in einem selbst auch, ne? Dass man einerseits so viel Energie ansammelt, weil man eben so lange seine Emotionen nicht so richtig rauslassen konnte, wenn man daran gewöhnt ist, das über Singen normalerweise zu tun. Und andererseits fühlt man sich, als hätte man irgendwie so weich gekochte Spaghetti im Hals, anstatt einer gut fitten Stimmmuskulatur. Also diese Diskrepanz da irgendwie auch auszuhalten, ne? Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Ja, geht's dir auch so? Ja, ich muss sagen, ich hatte ja irgendwie Glück und habe relativ regelmäßig trotzdem gesungen. Aber bei jedem Projekt, das wieder auf mich zukam, hatte ich das Gefühl, kann ich das überhaupt noch? Weil natürlich die Pausen trotzdem viel länger waren als normalerweise. Ja. Und eine Sache, die ich super wichtig für mich finde, auch aus vorherigen Jahren, wenn ich mir längere Sommerpausen gegönnt habe, die waren dann meistens so niedliche 6 bis 8 Wochen und nicht 18 Monate lang. Aber ich weiß davon schon, dass wenn ich dann wieder anfange, dass die ersten 3, 4 Tage echt frustrierend sein können. Weil man das Gefühl hat, die Stimme, die kann es einfach nicht mehr. Ne? Ja, und ich meine, bei uns ist es ja nun mal so, dass das unser Job ist und dass wir irgendwie wissen, wie das geht, wieder fit zu werden, und dass wir wissen, dass das ein paar Tage dauert, und dass wir aber unsere Tricks und Kniffe wissen, wie wir da irgendwie durchkommen durch diese harte Anfangszeit und wie wir Konditionen wieder aufbauen können. Aber ganz, ganz viele Menschen sind ja einfach jetzt zu Hause, die vielleicht keinen Gesangsunterricht haben oder die vielleicht sporadisch Gesangsunterricht hatten jetzt in der Zeit. Auch das war ja schwierig während Corona. Es war ja auch lange Zeit nicht erlaubt, in Präsenz beispielsweise, es lief viel online, und das ist ja auch in Ordnung. Das hatte auch viele Vorteile, finde ich, da können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, wie du das empfunden hast auch. Trotzdem sind alle alleine zu Hause,
Und sind es gar nicht mehr gewohnt, in der Gruppe neben jemandem zu sitzen, der entweder hilft und an dem man sich dranhängen kann oder der vielleicht auch manchmal stört. Ne? Das gibt es ja auch. Das kennen wir auch. Und das ist ja auch ganz normal, ne? Dass man erstmal auch gucken muss, boah, wie geht es mir eigentlich mit meiner Stimme und wo ist eigentlich nochmal oben und unten? Und wenn dann jemand daneben sitzt, der vielleicht genauso schlapp ist oder vielleicht sogar schon viel weiter ist, weil er die ganze Zeit viel gesungen hat in der Zeit, dann ist man mitunter überfordert. Ja. Ja. Ja, diese ganzen Monate haben einen echt extrem zur Selbstverantwortung gezwungen. Und ich glaube, total. Das wird auch wieder ja. so sein, wenn es jetzt wieder losgeht. Jeder muss echt noch viel mehr Selbstverantwortung tragen, auch gerade wenn es dann wieder in Proben kollektiv losgeht, dass man gut auf sich achtet, ne? Und auf sein Singen und auf seine Stimme, auch wenn man eben kollektiv ist. Das ist auf ja, jeden das Fall ist eine aber Aufgabe. Ja auch was, also ich meine, das haben wir auch in unseren Projekten gemerkt, die wir hatten, wo wir mit sehr viel Abstand gesungen haben, dass das für uns auch eine Herausforderung war, zu hören und nicht so nah aneinander zu sitzen, wie wir in der letzten Folge nochmal drüber gesprochen haben. Ne? Ja, man sitzt nah zusammen und man hört den anderen sehr, sehr gut, normalerweise. Und auch wir haben ja die letzten Projekte meilenweit auseinandergesessen und echt Probleme gehabt, uns gegenseitig zu hören und gemerkt, naja, man ist doch auch in einer relativ, was heißt relativ großen Besetzung, ne? So groß wie es ging letztes Jahr, dann sehr, sehr stark auf sich alleine gestellt. Ne? Und es ist einfach schwierig, sich zurechtzufinden. Und das ist etwas, was viele Dirigenten mitunter auch begrüßt haben letztes Jahr, gerade in der Laienchorszene, dass viele Sänger eben mehr Eigenverantwortung übernehmen mussten, auch in der Chorprobe. Und es gibt natürlich einige, die können das gut, denen macht das nichts aus. Und andere, für andere ist das sehr, sehr ungewohnt, weil die in einem Chor singen, weil damit sie nicht alleine singen müssen, ne? Sondern weil sie gerne mit anderen Leuten zusammen singen. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung gewesen letztes Jahr. Das hat viele sehr herausgefordert und natürlich auch zu einer Entwicklung beigetragen. Trotzdem ist das in Chorproben nicht unbedingt immer technisch unterfüttert worden, ne? Damit auch alle das Handwerkszeug haben, das zu packen. Ja, stimmt. Man ist jetzt sehr alleine mit den großen Abständen, die ja sicherlich auch noch eine Weile bleiben werden. Die Ja, das denke ich auch. Sicherheitsabstände, die sind ja sogar, ich habe jetzt Bilder gesehen von Chören, die ihre Proben wieder aufgenommen haben im Freien, was ja auch dann irgendwann im November wahrscheinlich nicht mehr geht. Und wo dann sogar im Außenbereich 2 Meter nach rechts und links und 3 Meter nach vorne oder so Platz waren. Und gerade draußen zum Beispiel hat man echt das Gefühl, man hört sich überhaupt nicht mehr gegenseitig. Ne? Man ist ganz, ganz allein. Und auch die Koordination von Rhythmus funktioniert nur, indem man hundertprozentig vorne beim Dirigenten ist und selbst die Verantwortung dafür trägt, dass man seine Triolen und Koloraturen oder Punktierungen oder was weiß ich wirklich pünktlich mit dem Dirigat zusammenbringt und sich nicht darauf verlässt, dass ja, die Dynamik des Chores, die Impulse, die aus der Gruppe kommen, einen da schon durchtragen. Ne? Muss naja. Man ganz alleine den Rhythmus im Körper spüren und aus sich raus schicken. Ja, absolut. Ja. Was glaubst du, was ist noch jetzt, jetzt speziell in diesen letzten 1,5 Jahren, was gewesen, was Chorsängern ja jetzt einfach als Mangel, was sich bei ihnen als Mangel zeigt, in ihrem eigenen Empfinden gegenüber ihrem Singen? Ich glaube, eine Art von Gemeinschaftsgefühl, sowohl auf sozialer, emotionaler Ebene, als auch auf klanglicher Ebene, ne? Dass man gemeinsam einen Klang entwickelt in einer Probe, den man alleine zu Hause einfach nicht machen kann, weil man nun mal leider nicht sechsstimmig singen kann, ja, in den meisten Fällen. Und wieder diese Harmonie zu hören und auch zu spüren, die eben entstehen kann, wenn man sich sieht in einem Raum. Das ist einmal was ich, glaube ich, was, glaube ich, sehr, sehr, sehr vielen Menschen fehlt. Und damit auch die Übung, Mehrstimmigkeit auszuhalten und zu singen. Ne? Also, zweite Stimmen zu erfinden, zu einer Melodie, die es schon gibt, Harmonien
zu hören und sich darin zurechtzufinden. Ich glaube, das ist einfach etwas, was man stark trainieren muss und was einfach jetzt die letzten anderthalb Jahre im Alltag der meisten Laienchorsänger überhaupt nicht vorhanden war. Einige Chöre haben die Zeit gut genutzt und haben digital geprobt, aber es gibt wirklich einen ganz, ganz großen Teil von Laienchören, die in der Zeit wenig bis gar nichts gemacht haben. Und das kann man sich ja vorstellen, wie sich das dann anfühlt, ne, auf muskulärer Ebene, weil man anderthalb Jahre nicht singt quasi oder nur unter der Dusche. Immerhin, da klingt es immer gut, haben wir, glaube ich, auch schon häufig gesagt. Aber ja, das wird eine Herausforderung, die Leute alle aus dem Winterschlaf zu wecken. Mhm. Ja. Was ich auch so glaube, was einem fehlt, was einem vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass man, wenn man im Chor singt, dass man ständig Erfolge hat. Dass man ja eine Stelle noch nicht kann oder der Chor kann es noch nicht oder die Intonation stimmt noch nicht und dann probt man es und dann kommt man dahin, dass man es kann. Und dann kommt man dahin, dass man es nicht mehr falsch machen kann, weil man es so gut geprobt hat. Und diese Erfolgserlebnisse, ne, die laufen so mit und die sind natürlich auch jetzt seit anderthalb Jahren vollkommen weg vom Fenster. Ja, total. Ja, und ich glaube, dass die typischen Probleme, sag ich mal, oder die Problemstellen, die ich eigentlich in all meinen Coachings erlebe, in allen Chören, auf allen Leistungsniveaus, sind meistens dieselben Fragen auf unterschiedlichem Level. Aber wie gehen nochmal Extremlagen? Ja, komme ich da überhaupt noch hoch oder runter? Was ist mit den Übergangslagen? Ja? Die ganzen Übergänge, die werden wirklich jetzt freigelegt werden. Da bin ich mir ganz sicher. Auch bei mir übrigens. Und ich schätze, das wirst du unterschreiben, dass das Erste ist, was man dann wieder hört, ne, plötzlich. Diese Übergänge, die man sich mühsam wegtrainiert hat, die sind dann plötzlich wieder ganz extrem hörbar. Und das ist natürlich okay. Aber da gibt es auch einen Weg raus. Und das wird eine große Baustelle werden bei den meisten und Ausdauer in den Proben. Ne? Also ich merke das auch selber. Ich zum Beispiel letztes Jahr hatte ich eine Aufnahme im, wann war das denn, Mai oder Juni? Also nicht so lange nach dem ersten Lockdown. Und wir waren zu viers. Wir haben eine Bachmotette gesungen, was Lockeres zum Anfang. Und waren einfach alle nach einer Dreiviertelstunde abgesungen. Hm. Weil wir hatten dann so eine Singfreude, dass wir voll drauf losgeprescht sind. Und dann hat irgendwann die Muskulatur gesagt, okay, das war total schön, aber jetzt bin ich müde. Ja. Und da wieder Kondition aufzubauen und Ausdauer zu bekommen, muskulär einfach. Und auch geistig, ne? Konzentrationsmäßig. Das wird, glaube ich, das wird, glaube ich, schwierig, aber auch schön. Und wovor ich auch großen Respekt habe, und ich bin ganz sicher, dass das vielen so geht, ist so ein bisschen so eine soziale Phobie fast schon. Mhm. Also einerseits vermisst man das natürlich total, ne? Ist überhaupt keine Frage. Ich liebe große Gruppen. Ich bin super gerne unterwegs. Ich bin sehr gerne unter Leuten. Ich bin total... Ja, wie sagt man denn? Ich bin einfach gerne unter Menschen. So. Ein und, Rudeltier. Ein Rudeltier. Und jetzt im Moment denke ich, aber auch gleichzeitig, wo ich mich freue, denke ich, oh Gott, wie soll ich das machen? Mit 70 Leuten in einem Raum, wie soll das denn gehen? Ja. Und 70 Leute werden natürlich nicht von Anfang an erlaubt sein, aber auch 20 Leute, da bin ich schon überfordert eigentlich. Ja. Mm. Die Mimik und die Gestik wieder zu lesen und das alles ja, zu interpretieren. Man ist jetzt so an so eine Mattscheibe gewöhnt. Wir haben uns ja letzte Woche kurz gesehen und da denkt man dann doch schon kurz, ah, wieder in 3D. Mhm. Das ist schon wirklich einfach ein anderes Gefühl, auch emotional. Ne? Ja. Mhm. Kennst ja, du das, diese soziale Phobie? Weißt du, was ich meine? Ja, also mir geht es nicht so, wenn das Menschen sind, die ich kenne. Ich glaube, das ist auch so was verheerend war jetzt in den letzten vielen Monaten,
dass man Menschen, denen man vertraut und die man kennt, jetzt nicht erstmal unterstellt, dass die irgendein Virus in sich tragen, obwohl das natürlich total absurd ist. Ja, aber klar. da fühle ich mich wohl. Aber wenn ich zum Beispiel in die Stadt gehe, weil ich irgendwie eine Besorgung mache, da fühle ich mich ganz schnell total eingeengt und will einfach nur nach Hause, wenn das viele Menschen sind, die ich nicht kenne und die ich dann auch unter den Masken nicht sehe und so. Also das verstehe ich schon. Aber ja, ansonsten fühle ich mich eigentlich wieder wohl mit mehr als 20 Menschen auch in einem Raum. Wenn ich weiß, wir sind eh alle getestet, das war ja jetzt immer bei den Chorprojekten so, ne, dass man jeden Tag getestet wurde. Mittlerweile sind mehr und mehr Leute auch geimpft und so. Und ich glaube, das wird ein bisschen dauern, aber das kommt dann schon zurück. Ja. Du hast gerade Mattscheibe gesagt, aber du hast ja auch in dieser Zeit online unterrichtet, du hast auch Proben online gemacht als Chorleiterin. Was sind denn so deine Erfahrungen mit diesem Format, das sowas online zu machen überhaupt? Also, ich hatte zu Beginn total Angst. Ich habe mir echt in die Hose gemacht. Ich war vor jeder Gesangsstunde, die ich mit meinen Privatschülern gegeben habe, online, so nervös am Anfang und dachte, oh Gott, funktioniert das alles? Wie funktioniert dieses Programm? Kriegen meine Gesangsschüler das hin? Kann ich die gut hören? Was ist, wenn ich überhaupt nicht so rund nichts sagen kann? Und diese Ängste haben sich alle nicht erfüllt. Ich war wirklich positiv überrascht, wie gut das funktioniert. Und was ich ganz spannend fand in der Zeit, war, dass sich so ein Fokus eingestellt hat auf das Wesentliche. Also man muss einfach viel kleiner denken in Schritten. Man kann nicht mehr so das große Ganze betrachten unbedingt, aber man kann sehr viel genauer arbeiten, weil eben ja, ich am Klavier quasi nicht begleiten kann, live zumindest, wenn beide freigeschaltet sind. Und der Schüler ist wirklich auf sich alleine gestellt dann in dem Moment. Ich bin natürlich da und höre zu und gebe Hinweise, aber ich kann nicht, während derjenige singt, am Klavier unterstützen, sodass derjenige so ein bisschen Schwung von unten kriegt, ne? Das Klavier ist einfach ein super Instrument, auch in Chorproben, wenn das viele kennen. Da kann man sehr, sehr viel mitmachen, sodass ja, Menschen einfach zu Tempo gezwungen werden oder ja, einfach von unten so ein bisschen getragen werden durch das Stück. Und das war alles einfach nicht möglich. Dadurch war auch nochmal viel, viel mehr Eigenverantwortung auf der Seite der Schüler und eben echt Konzentration auf technische Sachen, auf technische und musikalische Parameter, die vielen meiner Schüler sehr, sehr gut getan haben. Was ich dann gehört habe, als wir letztes Jahr kurzzeitig wieder live unterrichten durften. Das merke ich schon. Da hat sich in der Zeit wirklich sehr, sehr viel entwickelt, trotzdem oder vielleicht gerade deswegen. Das fand ich interessant und habe ich überhaupt nicht erwartet. Überhaupt nicht. Und wenn ich die großen Gruppen gesehen habe, dann habe ich durchweg die Rückmeldung bekommen, dass es einfach total schön ist, wieder die anderen Leute zu sehen, mit gleichgesinnten Leuten zu sprechen und sich überhaupt mit Chormusik zu beschäftigen. Ja, und es ist einfach schön, ist dazu zu lernen in der Zeit und etwas, ja, diese Zeit sinnvoll zu nutzen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Aber du hast ja in der Zeit auch sehr viel online unterrichtet, ne? Und auch Workshops gegeben. Wie empfindest du das Format? Ja, also ich war auch ähnlich wie du sehr skeptisch. Am Anfang habe ich das auch gar nicht gemacht. Ich habe erstmal war ich in so einer Schockstarre und hab nicht gleich angefangen, online zu unterrichten, aber irgendwann dann eben doch und hatte das Gefühl, naja, was soll da schon bei rumkommen? Und genauso wie es bei dir war, als dann im Juni doch wieder Präsenzunterricht erlaubt war, bin ich fast hinten rübergefallen, was die Schüler alles gelernt hatten in der Zeit, in der wir beide darauf angewiesen waren, dass sie in die Selbstbeobachtung gehen und üben, selbst Dinge zu ändern, zu beschreiben, sich zu merken, ne? Also als Lehrer ist man ja sonst häufig so jemand, der immer wieder den Erinnerungsball zuwirft und auch ganz oft den gleichen, ja? Knie locker, Knie locker, Knie Ja. locker, Knie locker. Und Bei mir ist das irgendwie was anderes. Was ist das denn bei mir? Ich habe letztes Mal schon gesagt, das sage ich eigentlich selten. Was sage ich denn?
Vokale, Vokale, Vokale. Ich bin einfach so ein Vokalmensch. Ja, also Ja. gibt es ja verschiedene Sachen, an die man immer wieder zurückerinnert. Und da sind einfach viele Sachen. Ich meine, man kann es vielleicht so ein bisschen erahnen, auch wenn man nur so einen Oberkörper und einen Kopf sieht, ob die Knie locker sind oder nicht. Oder man kann einfach mal denken, mittlerweile müssten die Knie wieder fest sein. Also sage ich mal was. Und dann kommt oft ein, oh ja, stimmt. Aber es hat sich halt auch ergeben in solchen Aspekten oder in Aspekten von Vokalen, von Klang, von. Wie gut hat jemand geatmet? Wie flüssig ist der Registerübergang? Wenn gerade bei der Zoom-Verbindung was knackst, dann hat der Schüler es ja trotzdem gemerkt. Und das ist etwas, wo unglaublich gute Ergebnisse bei rausgekommen sind, dank dieses Online-Formats und wo ich auch dann wieder zurück im Präsenzunterricht mich viel mehr zurückgenommen habe und viel mehr wirklich auch darauf Wert gelegt habe, dass die, ja, dass die selber gucken und hören und spüren und Dinge korrigieren, optimieren, ausprobieren, ohne dass ich immer gleich ein Feedback gebe, ne? Weil ich geübt habe, also weil ich in einer Situation geübt habe, in der das gar nicht möglich war. Und ein großer Vorteil, finde ich, an dem Online-Format ist, dass man nicht ortsgebunden ist und nicht. Also mein Schülerstamm ist zum Beispiel über ganz Nordrhein-Westfalen verteilt und sicherlich freuen die sich auch alle mal wieder Präsenzunterricht zu haben. Jetzt soll das wieder klappen diesen Monat. Aber trotzdem müssen die dann ja alle immer erstmal eine weite Fahrt auf sich nehmen. Und ich glaube, das war für viele auch angenehm, dass sie einfach, egal von wo sie gerade waren und wenn sie mal eine Woche bei ihren Eltern ganz woanders verbracht haben zum Beispiel, konnten sie trotzdem zum Gesangsunterricht kommen. Und das finde ich einen riesigen Vorteil, ne? Hat dich das nicht auch erleichtert jetzt in der Zeit? Also ich habe das bei mir zumindest gemerkt, dass ich sofort gedacht habe, oh, das ist so toll, dass wir diese Möglichkeit jetzt entdeckt haben, ne, für uns, dass die Schüler auch entdeckt haben, das klappt und dass wir jetzt, wenn wir zum Beispiel auf Konzertreise sind, ja, sonst müssen wir immer den ganzen Unterricht absagen und wann anders nachholen, was immer ein totaler Aufwand ist für alle Seiten. Und wenn wir jetzt auf Konzertreise sind und da meinetwegen einen freien Tag zum Beispiel haben oder einen freien Abend oder so, können wir dann einfach sagen, hey, an dem und dem Tag habe ich trotzdem Zeit. Wer möchte, kann online eine Gesangsstunde bekommen, auch wenn ich nicht vor Ort bin. Ne? Und das finde ich, also es ist die Entdeckung des Jahrhunderts für mich. Weil, ja, weil das einfach auch unseren Arbeitsalltag total entlastet, ne? Weil wir wissen, wir sind dann nicht einfach weg vom Fenster, sondern es gibt trotzdem eine Möglichkeit zu arbeiten. Genau. Oder Mit anderen. Sch Ja. Schüler, die sehr an einem hängen oder wo man gerade ja an was Wichtigem arbeitet und die ziehen zum Beispiel weg, ne? Dann bleibt die Möglichkeit, auch wenn sie 1000 Kilometer weit wegziehen oder auf einen anderen Kontinent, könnte man, wenn man wollte, weiterhin bei genau dieser einen Person, die genau das und das anbietet, was jemand braucht, weiterhin Unterricht haben. Und das finde ich auch einen sehr großen Vorteil, weil sonst ein Ortswechsel immer das Ende der Unterrichtsbeziehung bedeutet hat. Das Und stimmt, das ja. ist jetzt einfach nicht mehr so. Und das finde ich einen wirklich schönen Nebeneffekt von ja von dieser Zeit, dass wir das da für uns entdeckt haben, auch wenn man natürlich sagen muss, klar, in der Präsenz hört man hört mehr Details, Gar keine Frage. aber naja, Ich jeder. habe allerdings ein paar Schüler, ich bin sehr stolz. So oder so auf meine Schüler. Ich finde die alle toll. Aber ich habe ein paar Schüler, die haben so professionelle Mikrofone, wie wir beide sie haben und ein Audio-Interface. Und man hört wundervoll. Ja, das stimmt, ja. Da habe ich auch ein paar, die da sehr gut ausgestattet sind und das macht einen Riesenunterschied, ja, wenn man gutes Mikro hat, ein gutes Interface. Das kann man auf jeden Fall mal empfehlen. Das funktioniert gut. Hast du mal mit diesem Jamless gearbeitet? Genau, ich habe das jetzt vor kurzem tatsächlich erst ausprobiert mit meinem Jazzchor, mit einer kleinen ausgewählten Truppe. Mit ein paar Männern haben wir Barbershop gemacht, das war cool. Und ich war auch vorher sehr skeptisch, weil ich von sehr vielen Chorleiterkollegen und Kolleginnen gehört habe, dass das überhaupt nicht toll ist und dass das nervt und so weiter und so fort. Und
Eigentlich wollte ich das nicht ausprobieren und einer aus dem Chor, ein Tenor, hat mich überredet. Liebe Grüße an Lukas. Und Lukas hatte recht, es hat total Spaß gemacht. Es war einfach schön, wieder einen Ensembleklang zu hören und eben nicht wie sonst bei den Zoom-Chorproben so ins Blaue reinzuproben, sondern einen Klang zu hören, wo man sagen kann, hey, du und du singst an der und der Stelle noch den falschen Ton oder die Synkope war noch nicht richtig oder was auch immer. Ja, dass man einfach was Konkretes hat, das man korrigieren kann und an dem man arbeiten kann, ja, auch klanglich, dass man hört Vokalfarben plötzlich wieder, auch im Gesamtklang, wie unterschiedlich die sein können. Man hört alles einfach. Das ist cool. Ja, ist ein bisschen aufwendig mit der Einrichtung, aber nicht ansatzweise so aufwendig, wie ich gedacht habe, wenn man das einmal installiert hat und das hat bei mir 10 Minuten gedauert, war das total okay. Und was ich mich immer frage, weil ich habe nicht mit Jamalist bisher gearbeitet, weil ich keine Chorproben geleitet habe, wie funktioniert denn das mit dem Timing? Also die sehen dich ja nicht. Ist das alles auf Klick oder wie setzt man das übereinander? Woher weiß man, wann die anderen singen? Wann geht's los? Also man hat so gut wie keine Verzögerung. Also es ist trotzdem ein bisschen Verzögerung da, aber nicht so wie über Zoom oder andere Anbieter. Und ja, so schnelle rhythmische Sachen sind schwer, aber ich habe bei den Barbershop-Sachen einfach einen Klick gehabt. Mhm. Beziehungsweise einer von den Tenören hatte einen Klick. Das war super. Genau, und dann habe ich eingezählt und dann wussten die, wann es losgeht. Und die haben mir auch gesagt, das fand ich total spannend, dass für die Chorprobe viel anstrengender ist. Weil sie eben nicht vor Zoom sitzen und sich berieseln lassen und wenn sie zwischendurch noch ein Stück Pizza essen, dann essen sie halt das Stück Pizza, weil das hört und sieht keiner. Oder man sieht es schon, aber es stört nicht. Sondern die mussten halt die ganze Zeit singen und sie mussten auch die ganze Zeit richtig singen. Und ich höre ja leider sehr gut. Und ja, die waren einfach nach einer Stunde, haben die gesagt, krass, ist das anstrengend. Ja, die sind gleich weil in das die... Weil halt wieder eine normale Probe war. Ja. Ja, drauf zurückgeworfen worden, wie ist eigentlich jetzt die Kondition nach dieser ganzen Zeit, ne? Ja. 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 Genau. Und wenn du jetzt so an kommende Chorproben denkst, was ist denn der Wunschzustand? Wo will man denn hin? Wie will man wieder anfangen, wenn die erste Chorprobe ist? Was ist... Wie geht man da rein? Wie fühlt man sich? Wie ist die Stimme? Wie ist die erste Chorprobe? Die erste Chorprobe wird gigantisch toll sein. Das ist ja ganz klar. Erinnerst du dich an unsere erste Probe letztes Jahr im Juni? Ja. Wir waren alle im Himmel einfach. Das war so schön. Also können sich alle Laien-Chorsänger drauf freuen, wenn das wieder geht. Ihr werdet lachen, ihr werdet weinen, ihr werdet vollkommen durch den ganzen Schleuderwaschgang der Emotionen einmal durchgeschleust werden. alles wird durch euch durchspielen, es wird super schön. Und es wird anstrengend, glaube ich. Also, wie gesagt, sowohl konzentrationsmäßig als auch stimmlich. Ich fand es auch anstrengend am Anfang. Ich würde mir wünschen, dass alle einfach mit Lust und ohne Angst reingehen. Ohne Angst heiser zu werden, ohne Angst, stimmlich, irgendwie, wie soll ich sagen, sich ungenügend zu fühlen, einfach mit Freude an der Stimme und an der Musik, mit Freude an seinen Mitsängern, mit Freude vor allem an der Musik. Mhm. Ja, ich glaube, das ist das essentiell Wichtigste dabei, dass man sich auf die Musik freut, die dann wieder entstehen kann aus dem Nichts. Und irgendjemand hat mir mal gesagt, Musik ist ja immer etwas, was aus der Stille entsteht. Mhm. Und wir hatten jetzt 1,5 Jahre Stille, ja, und es gibt keinen besseren Moment, um Musik zu machen, als wenn es wieder losgeht jetzt. Ich glaube, das wird ganz magisch. Klingt ein bisschen kitschig, aber ich glaube, so wird es sein. Ja, und dann, ja. Dann stellt sich natürlich die Frage, das ist ja auch die Frage, die wir uns dann immer wieder gestellt haben, wenn wir gesehen haben, okay, da kommt jetzt in ein paar Wochen wieder doch ein Projekt, wundersamerweise. Wie kann man das denn erreichen, dass man eben so eine erste Probe mit so viel Freude wieder erlebt, dass das keine Frustveranstaltung wird? Wie kann man da hinkommen? Auch gerade als ein Mensch, der das eben nicht tagtäglich
macht als Beruf. Wie kommt man dahin, dass man in die erste Chorprobe nach so einer langen Zeit geht, wo ja auch viele Unbekannte auf einen warten, im Sinne von, man weiß nicht so genau, wie fit die anderen jetzt drauf sind, man weiß nicht genau, was hat diese Zeit mit dem Chorleiter gemacht und der Chorleiterin und so. Ja. Was kann man tun, um da ja einen guten Weg zu bereiten? Ich glaube, es sind einfach so ein paar Strategien gut, für die man für sich und seine Stimme hat und für sein Instrument. Und ich denke, dass das schwer ist für viele, für sich selbst rauszufinden. Aber dass man ein bisschen was an der Hand hat, womit man die Möglichkeit hat, mit sich selbst und der Stimme wieder richtig in Kontakt zu kommen. Ich glaube, dass sich das Singen am Anfang ein bisschen anfühlen wird wie ein Fremdkörper oder wie ein Fahrrad, was so ein bisschen quietscht und knarzt an jeder Ecke, weil das zu lange im Schuppen stand. Und ich glaube, dass man einfach so ein bisschen Honig braucht für die Stimmlippen und irgendwas, was gemütlich ist am Anfang, sich selbst nicht zu überfordern, ne, zu Beginn und nicht direkt irgendwie Matthäus-Passion singen zu wollen, sondern vielleicht erstmal mit einem Choral anzufangen und ja, oder ein einfacheres Volkslied oder irgendein Popsong aus dem Radio, der nicht so einen riesengroßen Ambitus hat oder so, wo man wieder ein bisschen reinkommen kann einfach, dass man überhaupt mal wieder mit seiner Stimme in Kontakt kommt und abtasten kann, ist die eigentlich noch da? Und die Antwort ist ja. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Die meisten Stimmen sind noch da. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu Hause rauszufinden, was brauche ich selber? Was brauche ich persönlich? Und wie kann ich das zu Hause in relativ kurzer Zeit bekommen? Wie kann ich das in meinen Alltag einarbeiten? Ich zum Beispiel, herzlich willkommen in meinem Privatleben, singe sehr gerne im Supermarkt. Im Supermarkt? Ich brumme immer vor mich hin im Supermarkt. Ja, ich mache mal. Und dann merke ich, dass ich im Supermarkt bin, weil irgendwelche Leute mich angucken und denken, was ist mit der denn los? Ja, ich singe im Supermarkt und beim Staubsaugen, weil man zu dem Ton, den der Staubsauger macht, so gut Melodien entwickeln kann. Weißt du, ich singe immer Melodien. Das mache ich auch immer, ja. Habe ich ja schon als Kind und Jugendliche gemacht. Oder irgendwelche Quinten und Quarten und so, das ist immer schön. sowas mache ich gerne. Oder ich höre total gern Motown, weil ich damit einfach zu Hause aufgewachsen bin. Und ein bisschen Motown anzumachen und durchs Wohnzimmer zu grooven, das ist super. Das hebt die Laune. Und es hebt auch die Leute, Laune der Leute, die am Fenster vorbeigehen und das sehen. genau, und ich, ja, einfach freundlich mit sich selbst und mit der eigenen Stimme zu sein. Ich glaube, das ist wichtig, freundlich und nachsichtig. Und auch freundliches Repertoire auszusuchen, das einen nicht vollkommen vor den großen Berg stellt. Was denkst du? Gerade bei dem letzten, was du gesagt hast, habe ich gedacht, ich glaube, das ist das Schwerste. Freundlich zu sich selbst zu bleiben. Und ich glaube, das ist auch der Aspekt, wo ich mir selbst am meisten dann jemanden zur Seite wünsche oder mir jemanden zur Seite hole, der mich sozusagen von außen betrachtet, der mehr Geduld mit mir hat als ich selbst, der hört, was hinter dem verlorenen Muskeltonus steckt, der daran glaubt, dass das zurückkommt. Weil man ist selbst häufig wirklich der ärgste Kritiker für sein eigenes Singen. Und, und eigentlich alle anderen Menschen sind netter zu einem. Und vor allem Lehrer, die man sich selbst aussucht. Und das glaube ich, einer der schwersten Aspekte. Ich meine, ja, Repertoire aussuchen. Manchmal weiß man ja vielleicht, was dann kommt in neuen Chorproben, was man üben könnte. Und langsam wieder reinzukommen, das kann man sich vielleicht auch vornehmen, irgendwie, ne, sich einen Übeplan machen. Auch das ist natürlich viel leichter, wenn man weiß, da ist jemand, der will mich nächste Woche hören und da sollte ich zwischendurch mal üben. Ja.
Ja, und das ist ja auch so ein Thema, ne? Wie übt man eigentlich? Da können wir übrigens auch mal eine ganze Folge drüber machen, Jenny. Ja, das sollten wir nachher aufschreiben. Ja. Ja. Das sollten wir nachher aufschreiben. Also das war auch für mich ganz lange ein Buch mit 7 Siegeln. Üben? Ja. Ich wusste einfach nicht, wie. Und das ist auch was, was mir immer wieder mal zurückgespiegelt wurde, jetzt auch in der Zeit, ne? Ganz viele ChorsängerInnen, die erinnern sich nicht mal mehr an Einsingübungen, weil das einfach schon lange her ist jetzt. Und das ist eben nicht ihr täglich Brot, sondern das ist einmal in der Woche in der Chorprobe, man denkt dann nicht so richtig drüber nach. Und das ist wirklich ganz weit hinten noch. Ne? Es ist noch da, aber es ist wirklich so im Hinterstübchen noch. Und das wieder hervorzukramen, das ist dann die Aufgabe. Ja. Ja, jetzt hast du ja was entwickelt. Du bist nicht ohne Ideen geblieben in dieser ganzen Zeit. Das macht ja die kreative Arbeit an allen Ecken und Enden auch aus. Ne? Ist ja nicht nur kreativ im Musikmachen, sondern auch kreativ darin, sich neue Sachen auszudenken. Und du hast dir was überlegt, was ChorsängerInnen helfen kann, wieder zurückzukommen zu dem Klang, den sie gewohnt sind. Oder vielleicht sogar einen Schritt nach vorne noch zu machen, von dem Punkt aus. Und das würde mich interessieren. Magst du mal ein bisschen davon erzählen, was da Möglichkeiten sind, was du da anbietest? Ja, klar, gerne. Ich habe diese Idee schon lange gehabt und habe sie immer wieder vor mir hergeschoben. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt wird es Zeit, wenn die Chorproben wieder losgehen. Glaube ich, brauchen ganz viele Menschen ein bisschen Starthilfe, ein bisschen Überbrückungshilfe für diese Zeit zwischen Corona und Chorprobenstart. Also, dass man da irgendwie diesen Übergang gut schafft. Und es wird eine Summer School geben, diesen Sommer. Die wird 6 Wochen dauern, geht am 2. August los. Und es wird einfach, ja, Sommerurlaub sein mit mir und mit der Stimme. Normalerweise sind Summer Schools ja sehr, wie sagt man denn, condensed, also reduziert auf eine kurze Zeit. Und es wird über 6 Wochen gehen, weil das ein Online-Programm ist. Also es wird online stattfinden. Und ja, es gibt von mir ganz viel Inspiration, Energie, Vorfreude, Denkanstöße, Übehinweise, Hilfen und Unterstützung, um wieder fit für die Chorprobe zu werden, die hoffentlich dann bald wieder live und in Farbe stattfinden wird. Das heißt, da kann man so richtig alles auf Vordermann bringen. Einmal über den TÜV und in die Inspektion und dann niegelnagelneu aus der Werkstatt raus. Ja, shiny and brand new. Shiny and brand new. Und tatsächlich kann man, wenn man jetzt in, ich sag mal, Kiel lebt oder in Starnberg, auch mitmachen. Man muss nicht in Bonn sein, um da in den Genuss dieser Summer School zu kommen. Ja. Sondern wenn man mit dir arbeiten möchte, dann kann man das von überall machen. Genau. Ja, das ist cool, ne? Ich bin auch schon ganz gespannt, was da für Leute dabei sein werden. Ich weiß, ich habe relativ viele Anfragen auch von Menschen, die eben nicht hier wohnen in der Gegend und sagen, ich würde so gerne mal Unterricht bei dir nehmen. Aber ich wohne einfach nicht bei dir und ich weiß nicht, wie wir das möglich machen können. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Möglichkeit da, dass man mit mir arbeiten kann, obwohl man nicht hier in der Gegend wohnt. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf, einfach Leute kennenzulernen, wieder so eine Gruppe zu haben, wo alle im selben Boot sitzen, ja. Alle freuen sich auf die Chorproben, aber alle haben auch so ein bisschen Angst oder Zweifel oder ein bisschen Sorge. Und alle haben aber auch den unbedingten Willen, wieder fit zu werden, ne? Und wieder, in möglichst nicht Topform, aber in einer guten Form in die nächste Probe zu starten. Und ich habe tolle Gäste an Bord. Ich habe wirklich tolle Gäste an Bord, da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich habe dieses Jahr einen Workshop besucht bei dem Mädchenchor-Festival Side by Side der Chorakademie Dortmund und habe dort mal wieder Felix Povroslo erlebt, der einen Bühnenpräsenz-Workshop gemacht hat.
Und ich habe vorher gedacht, ach, come on, über Zoom, never ever wird das möglich sein. Ich kenne seine Arbeit, ich kenne sie von der Vocalone, von dem Festival in Köln, und weiß, wie toll er arbeitet. Und ich habe gedacht, das wird online niemals rüberkommen. Und siehe da, ich weiß nicht wie, it's magic, aber es funktioniert und seine Arbeit ist ganz, ganz toll. Der ist dabei. Mein sehr geschätzter Kollege Jan-Henrik Herrmann ist dabei, der den Jazzchor der Uni Bonn leitet, der Berater ist für die Show Der beste Chor im Westen beim WDR, der ganz, ganz viele Chöre coacht und dirigiert, der sehr erfolgreich ist und meiner Meinung nach einer der besten Chorleiter im Moment in Deutschland ist, was die Pop- und Jazzchor-Szene angeht. Und dann habe ich noch einen Gast dabei. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ihr Name ist Jenny Reinecke. Eine sehr geschätzte Kollegin. Wer ist das denn? Eine sehr geschätzte Kollegin, eine unfassbar tolle Sängerin, die sehr weise ist, die gute Gedanken zur Szene hat und die mit mir zusammen einen Podcast macht, der heißt Sound Thinking. den haben wir entwickelt während Corona und der hat sich super entwickelt und wir werden eine Live-Session machen, ganz exklusiv nur für die Leute, die in der Summer School sind, wo man uns mit allen Fragen rund ums Singen löchern kann. Das wird, glaube ich, schön. Da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf, deine ganze Crew dann da kennenzulernen. Yes. Und, ja. Genau, also das ist so ein kleiner Einblick vielleicht. Ja. Jetzt habe ich immer wieder gehört, Jazzchor, Jazz, Motown und so. Ist denn der Kurs nur für Pop- und Jazzgesang oder kann man da auch mitmachen, gestern, wenn man... ja? Gestern habe ich Bach singt dem Herrn ein neues Lied geübt und ich muss sagen, auch ich könnte an meiner Kondition arbeiten. Also der Kurs ist sowohl für Leute, die in einem klassischen Chor singen, als auch Leute, die in einem Pop- und Jazz-Chor singen. Es wird sicherlich auch eine Session dazu geben, was die Unterschiede genau sind. Da werde ich auch immer wieder nachgefragt. Von den Jazz-Leuten werde ich oft gefragt, wie singt man eigentlich Klassik und kann ich das nicht mal ausprobieren? Und von den klassischen Leuten werde ich immer wieder gefragt, du machst doch auch ganz viel Pop und Jazz, wie geht das eigentlich? Hm. Und ich glaube, da werde ich auch was zu machen, damit die mal so die Nase so ein bisschen schnuppern können einfach. Also die Sachen, die wir in der Summer School machen, sind für alle gleichermaßen wichtig. Mhm. Also fit werden müssen sowohl die Jazz und Popper als auch die Klassiker. Und das wird so laufen, dass es für alle anwendbar ist, auf jeden Fall. Mhm. Und du hast gesagt, 6 Wochen? 6 Wochen wann genau? 6 Wochen. Das Programm startet am 2. August und geht bis zum 12. September. Und wir sehen uns nicht jeden Tag. Nicht, dass ihr denkt, ihr müsst jetzt 6 Wochen Urlaub nehmen. Es wird, das wäre schön, oder? Doch nicht an den Lenksee fahren. Oh, ne? Es wird Trainings mit mir geben, Workshops zu bestimmten Themen. Es wird einmal die Woche eine Session geben, wo ich so ein bisschen Hilfen gebe, wo man zum Beispiel sagen kann, wir haben ja diese Woche da und da dran gearbeitet und ich habe das versucht umzusetzen und es klappt überhaupt nicht, wieso eigentlich? Und dann werde ich helfen. Mhm. Es wird eben Workshops geben mit Jan-Henrik und mit Felix und mit uns beiden. Und genau, also so verteilt durch die Zeit, dass es gut, gut verteilt ist und alles wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn man zwischendurch im Urlaub ist und leider in den Pool springen muss, zu der Zeit, wo der Workshop stattfindet, oder einfach noch am Strand liegt oder schon in der Bar sitzt und einen Aperol Spritz trinkt, dann gibt es die Möglichkeit, einfach die Aufzeichnung zu gucken und das trotzdem mitzubekommen, was wir da gemacht haben. Ja, das ist auch so was, ein großer Vorteil an dem Online-Format, ne? Dass man eigentlich alles aufzeichnen kann, dass man das nachgucken kann. Und was ich auch gerade noch gedacht habe, dass man diese Shared Benefits hat, dass ein Mensch hat eine Frage, irgendwas, wo man nicht weiterkommt. Du arbeitest mit dieser einen Person daran und alle anderen können einfach mitarbeiten. Das würde in einem normalen Einzelunterricht ja gar nicht gehen, dass alle jetzt das auch ausprobieren. Ja. Ne? Dann, die müssten alle schweigen, aber dadurch, dass sie sich einfach leise stellen können, können sie ganz für sich
und trotzdem angeleitet auch Dinge ausprobieren, wo sie merken, uch, das Thema habe ich eigentlich auch, aber mir war das gar nicht so klar. Und es ist dann Ja, immer. ich habe selber jetzt letztes Jahr Masterclasses besucht, wo nicht mit mir selbst gearbeitet wurde, das waren Masterclasses, da waren 600 Leute drin, bei einer ganz tollen Sängerin, die ich großartig finde. Die hat einfach letztes Jahr zu verschiedenen Themen so Masterclasses gegeben. Und das war so cool. Das war so cool. Ich habe so viel Inspiration für mein eigenes Üben gekriegt und für mein Singen und nochmal Hinweise, wie die das macht. Und es hat total Spaß gemacht. Es ist auch schön, wenn man überall Gesichter auf dem Bildschirm sieht, die dann zu Hause sitzen und ausprobieren, wie man selber. Ja, das ist super. Ich finde das auch gut. Ja, und richtig gemacht, finde ich, kann man wirklich so ein tolles Gruppengefühl erleben, auch über Zoom. Das habe ich auch in den letzten anderthalb Jahren wirklich dazu gelernt. Ich habe nicht gedacht, dass das möglich ist, Ich auch nicht. aber es hat wirklich geklappt, wenn das gut gemacht ist. Und da bin ich mir sehr sicher, dass das bei dir der Fall sein wird. Dann ist die Intensität, wie man da Leute kennenlernen kann, gar nicht viel anders als im wirklichen Leben, abgesehen davon, dass man sich jetzt natürlich nicht umarmen kann. Aber dadurch, was du auch Virtual sagtest, Hug. ne? Ja, Ja. Virtual Hug, und da kommen Leute, die ähnliche Themen haben, ne? Dieses, das ist ja auch verletzlich zu sagen, ja, ich bin nicht mehr so fit, ich habe das Gefühl, das klingt einfach nicht mehr so gut. Und wenn man aber weiß, den anderen geht das auch so, lernt man sich ja auch gerade auf dieser Ebene ganz schnell kennen, ja, Das und wird baut. total gut tun, das einfach auch von anderen zu hören und zu wissen, hey, ich dachte schon, ich bin die einzige Ja, Niete, genau. die durch die Gegend läuft, so Ja, ich ungefähr, dachte schon, ne? ich muss mit Ich der bin eine Tüte über den Niete. Kopf in die nächste Probe gehen. Genau, ja. Ja, und allen anderen geht es auch so. Ich meine, das ging uns auch in der ersten Probe, da haben wir uns auch alle erzählt. Ich meine, vor allem die Künstler letztes Jahr hatten auch viele überhaupt gar nicht die Motivation zu üben, als dann alles abgesagt wurde. Nicht, weil keine Konzerte stattgefunden haben, sondern weil uns einfach jegliche Arbeitsgrundlage entzogen wurde, ja. Und das war wirklich, wie du vorhin sagtest, wie so eine Schockstarre. Und da haben wir natürlich viele von uns wochenlang auch gar keine Lust gehabt zu singen. Ja, ich glaube, ich habe erst mal 6 Wochen keinen Ton gesungen. Ja. Also, das ist total normal, ne? Weil Musik ist immer mit irgendeiner Art von Interaktion verbunden. Und wenn man nur eben in seinen Unterricht geht und da zeigt, was man in der Woche davor geübt hat, und oder man hat eben ein kleines Konzert oder ein größeres oder eine ganze Tournee oder was auch immer, aber es ist wirklich in meinem Leben, seitdem da Musik drin vorkommt, nie passiert, dass so lange kein Zusammentreffen von anderen Mitmusikern stattgefunden hat, ne? Und das ist, Ja. ja, das entzieht einem wirklich, als würde man den Motor ausgebaut kriegen. So, und dann kann man Ja, einfach nicht mehr total. fahren, ja. Ja, Ja. finde ich auch. Ja. Was ich besonders spannend finde, Julia, ist, dass du ja diese drei Perspektiven hast, ne? Also du bist natürlich Sängerin, das wissen mittlerweile, glaube ich, alle, die diesen Podcast verfolgen. Wer jetzt heute zum ersten Mal dabei ist, also Julia ist Sängerin, eine Hi. Sopranistin. aber du bist auch eben, was man auch in der letzten Folge natürlich sich anhören konnte und jetzt heute nochmal, du bist leidenschaftliche Pädagogin, Gesangspädagogin und auch sehr erfahrene Gesangspädagogin. Letztes Mal hast du erzählt, das erste Mal hast du unterrichtet mit 12 Jahren. Das muss man sich mal Und auf meine der Mutter Zunge. hat es mir übrigens nicht geglaubt. Meine Mutter hat mich angerufen und gesagt, wer war denn das? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Okay, aber du bleibst dabei, mit 12 das erste Mal Ja, ich unterrichtet. bin ganz sicher, sie konnte sich dann doch erinnern, als ich es ihr Okay, erzählt habe, wer alles das war. klar. Dann sagte sie, ach ja, stimmt, ja. Ja. Genau. Ja, also Julia ist jetzt, ja, Alter verrät man ja hier nicht, aber auf jeden Fall hat sie eine sehr lange Unterrichtserfahrung. Und 25, again and again. ja, again and again 25 und ein paar Monate. Und du bist aber auch Chorleiterin, ne? Das heißt, du weißt auch von der anderen Seite, was wollen denn die Menschen, die da vor dem Ensemble stehen, was wollen die hören? Mit was für einem Gefühl geht man eben auch als Chorleiterin wieder rein? In die erste Probe, ne, hat man Angst, dass das Instrument komplett verschüttet wurde, mit dem man jetzt Stücke machen will? Oder weiß man, ey, die Leute, die haben sich darum gekümmert, dass sie jetzt zur ersten Probe nach dieser krassen Zeit, dass sie wieder fit sind?
Das ist wahrscheinlich ein anderes Gefühl, auch aus der Perspektive der Chorleitung heraus. Ja, schon. Schon, und also ich kann ja mal ein bisschen hier mal wieder die Hosen runterlassen. Das haben wir ja jetzt geübt, ne, Jenny? Ja, das können wir jetzt auf jeden Fall ziemlich gut, ja. Also ehrlich gesagt, habe ich auch ein bisschen Angst davor als Chorleiterin, ne? Weil, wie soll ich sagen, ich will meine Sänger nicht überfordern, aber ich will auch nicht mit null Erwartungen reingehen, weil die sich dann auch langweilen, ne? Und ich glaube, das wird so ein bisschen so ein Einruckeln werden, die ersten 3, 4, 5 Proben, bis man wieder so einen Groove gefunden hat, in dem sich alle wohlfühlen und auch ein Probentempo, in dem alle gut sind. Und ja, ich glaube, man muss auch als Chorleiter und Chorleiterin nochmal gucken, wie ist das Repertoire für die kommende Zeit, ne, dass man die Latte nicht zu hoch legt. Mhm. Weil man wird nicht wieder da anfangen können, wo man aufgehört hat. Und das ist auch ganz klar. Mhm. Das wird sehr schnell wieder zurückkommen, aber ich glaube, wir brauchen alle so eine kleine Anlaufphase, bis wir wieder uns so eingegroovt haben. Mhm. Ja. Ich glaube, die Lust wird einfach riesengroß sein. Die Lust wird riesengroß sein. Und dann werden wir relativ schnell merken, dass das auch holprig wird. Und das kann ja auch lustig werden, ne? Also, ja, genau, holprig kann auch lustig sein. 1,5 Stunden schiefe Akkorde, warum eigentlich nicht? Nee, ich glaube ja nicht, dass schiefe Akkorde kommen, aber es wird schon so sein, dass wir mehr Pausen brauchen werden und so, ne? Also, und dass die super komplexen Sachen, also sowohl harmonisch als auch rhythmisch, die werden noch ein bisschen warten müssen. Ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass alle sich erstmal wieder wohlfühlen, ne? Und dass man Musik macht, die sehr schnell, sehr gut klingt, wo alle schnell Erfolgserlebnisse haben und schnell happy sind, sowohl auf der Sängerseite als auch auf der Chorleiterseite. Ich glaube, das ist wichtig. Ja, und ich glaube, da ja gerade Chorsänger so unglaublich engagiert sind aus sich selbst heraus, erlebe ich zumindest immer so, kann ich mir vorstellen, dass jeder, der die Möglichkeit hat, auch froh ist, dazu beitragen zu können, wenn es ein ganz kleines bisschen weniger holprig zu machen, diesen Neustart, dass jeder und jede tut, was man kann, um auch der Chorleitung unter die Arme zu greifen. Ja, die hat ja auch in der Zeit vor allem vor einem Bildschirm oder vielleicht mal vorm Spiegel dirigiert. Und auch das ist was, wo man viel Respekt vor hat, wieder einzusteigen. Und jeder kann da auch mithelfen im ganzen Ensemble. Ja, dass man das alles mit Humor nehmen kann, was da vielleicht noch nicht klappt und so. Julia, ich habe eine letzte Frage an dich. Du hast es am Anfang schon so ein bisschen gesagt und ich glaube, man merkt es auch zwischen den Zeilen total, weil du so enthusiastisch darüber bist und so ja, diesen unbedingten Willen hast und wirklich dir viele Gedanken gemacht hast. Aber in der Tiefe, was treibt dich an? Was treibt dich an, dass du sagst, so, ich mache das jetzt, ich biete das jetzt an. Ihr könnt alle zu mir kommen. Ich gebe diesen Platz. Oh, Jenny, zum Schluss noch mal eine Hammerfrage, ja? was treibt mich an? Ich weiß einfach, wie schön das ist, zu singen. Ich glaube, es gibt wirklich kaum was Besseres, als im Chor zu singen. Ich glaube, es fehlt uns allen sehr. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn die Menschen die richtigen Werkzeuge an die Hand kriegen, dass sie sich pudelwohl fühlen können in der Chorprobe und keine Angst davor haben müssen, sondern wirklich tiefe, tiefe Freude empfinden können, wenn es weitergeht. Und für mich gibt es wirklich kaum was Schöneres als einen strahlenden Chorklang. Und alle, die jetzt lange auf das Chorsingen verzichtet haben, werden das unterschreiben, dass sie das am meisten vermissen. Diese Verbindung, die man spürt, das habe ich schon mal gesagt in der Folge, ne? Diese Verbindung über das Ohr mit so einem Faden, der alles zusammenhält.
Ja, und einfach was entstehen lässt, was man kaum mit Worten beschreiben kann. Also man sieht es immer wieder im Publikum, dass Leute vollkommen hin und weg sind, wenn so ein Chorklang wirklich strahlt und wunderschön ist. Ja, das kann kein anderes Instrument. Man hört ganz, ganz viele Menschen. Ja, und das finde ich großartig und da freue ich mich drauf. Und ich freue mich, wenn ich vielen Menschen helfen kann, sich darauf wieder zu freuen und da möglichst gut vorbereitet und mit voller Tatendrang und Energie und Liebe reinzugehen. Ja, also ich wiederhole da nochmal, die Julia, die bietet dieses Jahr eine Summer School an. Die dauert 6 Wochen. Da kann man aus ganz Deutschland mitmachen, denn das wird online stattfinden. Die Vorteile dieses Online-Formats erleben. Und das fängt an am 2. August. Wir posten auf jeden Fall den Link hier unter diese Folge, sodass man da mal ein bisschen gucken kann, nochmal lesen, wer sind eigentlich die Gäste. Und ja, wenn man sagt, das brauche ich. Ich brauche Julia in meinem Leben, die mir 6 Wochen lang zeigt, wie ich meine Stimme wieder auf Vordermann bringe, dann klickt man auf, ich melde mich an. Ganz, ganz einfach. Julia, ich gebe zum Schluss das Jenny, kann Wort man an dich dich. engagieren? Als Werbesprecherin. Sehr schön. Ja, unbedingt. Ja, wer Ja. weiß, zweite Ja, Karriere. genau. Also 6 Wochen Sommer mit Julia, die eigentlich überhaupt keinen Sommer mag. Jenny wird es bestätigen können. Wir hatten viele Sommer zusammen und ich habe immer gemotzt über den Sommer, weil ich den Sommer nicht so gerne mag. Außer wenn es mit Singen zu tun hat oder mit Chor singen. Dann liebe ich Sommer. Wie viele Weihnachts-CDs ich schon bei 33 Grad aufgenommen habe, das kann ich gar nicht beschreiben. Aber Weihnachtslieder werdet ihr nicht singen in der Summer School. Nein, wir werden keine Weihnachtslieder singen. Okay, Es sei gut. denn, jemand wünscht sich das. Okay. Uns würde zum Schluss dieser Folge total interessieren, was wünscht ihr euch am meisten, wenn es wieder losgeht für euer Chorsingen? Was braucht ihr für die Zeit, wenn es wieder ans Proben geht? Ihr könnt uns schreiben unter podcastsoundthinking@gmail.com oder hier unter diesem Video bei YouTube kommentieren. Wir freuen uns jede Woche über eure Nachrichten und hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge von Sound Thinking. Alles Gute, bis dann! Bis dann!